Jo Leute, was geht? Der Stroh ist hier am Start mit einem neuen Video. Und heute schauen wir uns wieder früher gegen heute an. Heute schauen wir uns Ghost Bizzle an. Hat, glaube ich, die meisten Earnings, die es gibt, von allen Spielern zusammen. Wir gucken uns wieder einen Clip von der alten Zeit an, wie er damals gespielt hat, und verglichen zu heute. Hat sich auch, glaube ich, mal qualifiziert, ohne eine Waffe zu benutzen. Was auf jeden Fall sehr, sehr krass ist. Wir gucken mal rein und gucken mal, wie er damals so gespielt hat. Lol, der konnte gerade selber einfach nicht fassen, ne? Alter. Oh, stimmt, die Thermalwaffe. Junge, Leute, wer von euch kennt auch die Thermalwaffe? Das wäre einfach die Trikes-Waffe Number One, Alter. Die scheiß Thermalwaffe einfach. Bro, what is this? I'm literally in the middle of fucking three fucking people. Oh my god. Aber er konnte schon richtig gut bauen. Das ist nur Monate her oder so. Oh, ist er gegen That Aiden? was fast, dude. Jesus. Yeah, no. I thought it was automats, but I dropped. No, I think I had some, right? I Yeah, think yeah. we're build height. Yeah. He could do his 90s. Alter, wie gut waren die bitte schon damals? Wie alt ist das Video? Junge, das ist fast. Ja. Ah, die konnten schon richtig gut bauen, Alter, dafür. Also, das ist ja insane, Alter. Das ist eins der ältesten, by the way, von ihm, ne? Also, wo du halt das meiste siehst. Good shot. You're a pro player. See you later, Bader. Die sich einfach gegenseitig fronten die ganze Zeit. So, wir gucken uns das Video noch an. I'm going to the World Cup. Weil er hat sich ja qualifiziert, soweit ich weiß. Gucken wir uns mal an, wie er da gespielt hat. He's made it to the low ground. He's skating around. Shot comes in. A limb for Bizzle. Turns on the player above. That's it. He dangles the floor. Are you kidding me? Drop Bizzle with the victory. Oh, die Musik ist ein bisschen laut, ne? Schmeckt, Alter. Hat er mit Baller oder ohne Baller gespielt? Ja, müsste ja aus der Ohren, ne? Wahrscheinlich. War noch da, als es noch die Pumps gab, ne? Ja, auf jeden Fall, Alter. Also Ghost Business, würde ich sagen, ist einer der krassesten Spiele aus Amerika. So vom Skillcap her. Er spielt das super clean halt runter, ne? Well done by Bizzle. That's his 6-1. And now we have a ghost story again. It is a ghost v ghost 1v1. I got chills. Too spooky for me. Who will close it out as Bizzle maintains circle control? But Bizzle trades it out with the difference being the storm tick. 4 HP not converting onto it. Bizzle takes home the victory out with the 6 elimination. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass sich Bizzle krass verbessert hat. Also ist ja insane, was er da auf den Turnieren da gerissen hat. Ich meine, ihr müsst überlegen, er spielt da mit anderem Setup. Und da geht es ja nur um mega, mega viel Geld. Und dann, wenn so viel Geld on the line ist, dass du noch so gut spielst, auf jeden Fall krass. Check ihn auf jeden Fall out. Schreibt mal in die Kommentare, wie wir uns als nächstes anschauen sollen.
Bis dann, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Haut rein. Euer Chef.